Ja, servus und herzlich willkommen zu Garagengedöns. Heute geht's um den Innenausbau von meinem AP50 Microcamper. Und dafür fahre ich jetzt erstmal in die Werkstatt. Ja, da angekommen, erstmal Tor auf und die AP rein. Anschließend hat sich's wieder ein bisschen wie Weihnachten angefühlt, denn ich konnte Pakete auspacken. Als erstes waren die Lüftungsgitter dran. Die aufmerksamen Beobachter unter euch haben gesehen, dass meine AP hier außen noch 3 Kleber drauf hat. Und genau die kommen jetzt weg, denn darauf kommen die Lüftungsgitter. Diese Lüftungslöcher enden innen über den Fenstern im Lüftungskanal, den ich damals beim Einbau der Fenster in weiser Voraussicht ausgespart habe. Bevor ich loslegen kann, putze ich jetzt noch das ganze Wasser von der Fahrt weg. Anschließend entferne ich noch die Kleberreste und dann kann es auch endlich losgehen. Damit hier keine Krabbelfiecher oder irgendwelche Insekten reinkommen, haben die Lüftungsgitter Netze. Ja, und genau hier schraube ich die Teile jetzt ran. Dafür nehme ich extra schwarze Schrauben, damit es einfach geiler aussieht. Anschließend kratze ich noch ein bisschen die Späne weg und damit wäre die erste Seite geschafft. Jetzt kommt die Rückseite vom Fahrzeug dran. Hier gibt es zwar kein Fenster mit Lüftungskanal, aber wegen der Optik kommt trotzdem eine Blende ran. Span weg und fertig. Nun zur letzten Seite. Richtig geil. Ja, jetzt kommt der Innenausbau dran. Und dafür habe ich mir was echt Cooles überlegt. Flexible Netze für die Seiten. Weil ich eh schon am Einkaufen war, noch ein kleiner Erste-Hilfe-Kasten. Und ein Car-Organizer für die Rückwand. Damit ich jetzt nicht dauernd rein und raus eiern muss, lege ich alles in die Box, was ich brauche, um die Teile festzumachen. Schrauben, ein Akkuschrauber und ein Licht. Als allererstes bekommt die AP eine Deckenlampe. Die hatten wir noch in der Werkstatt rumliegen und die passt hier perfekt. Dann kommen die Netze dran. Auspacken, Folie raus und auspacken und Folie raus. Danach habe ich das Netz dann erstmal auf der einen Seite festgeschraubt. Die zweite Seite war echt schwer, weil ich das Ding übelst spannen musste, um auf die ganze Länge der AP zu kommen. Was hier im Video easy aussieht, war in Wirklichkeit echt ein ganz schönes Gefrickel. Aber ich habe es hinbekommen und danach konnte ich unten und oben noch die Schrauben setzen. Letzte Schraube rein und fertig. Ja, und dadurch habe ich jetzt 3 Staufächer auf einer Seite. Einmal in der Aussparung links, einmal in der Aussparung rechts und einmal im Netz selber. Richtig geil. Ja, und damit die andere Seite schneller geht, wende ich hier einfach meinen Schnipptrick an. Schnipp und fertig. Ja, jetzt zum Car Organizer. Den hat mir übrigens ein Kollege empfohlen. Deswegen Grüße gehen raus an dieser Stelle. Vielen Dank für den Tipp. Damit der auch richtig hält, habe ich hier richtig ordentlich Schrauben reingebrezelt und das ganze Teil schön an die Wand gespannt. Anschließend habe ich noch die Befestigung abgeschnitten, mit denen sowas normalerweise an den Kopfstützen von dem Auto festgemacht wird. Durch diesen Car-Organizer an der Rückwand habe ich nun zusätzlich zu den seitlichen Stauräumen noch jede Menge Taschen und Ablageflächen. Ja Leute, und damit sind wir wieder mal am Ende einer Garagengedöns-Folge angekommen. Es war mir eine mega Ehre, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao!